Specialist, Specialist. Mögen die Spiele beginnen. Eine Runde mit Eve. Bereit zu kämpfen? Medivh, der gute Medivh. Gegen Nova wird es ein bisschen schwierig, aber kein Problem, wir haben Vision. Hello. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Die Schlacht wartet. Take a portal. Unlucky. Hallo, Botlane. Ich hab nur Portal, sorry. Ja, fehle ein Talent. Ich tat, was zu tun war. Wir gehen natürlich Deck Telten auf. Ich muss mich zurückziehen. Da ist Nova!
Fleming muss noch irgendwie ein paar Minions besorgen, aber er sollte wieder weggehen. Wenn der die Spinnen wirft, dann ist Feierabend. Oh, hat die Spinnen nicht mehr ready gehabt. Ein Mörserbestrafer hat es auf uns abgesehen. Vernichtet ihn! Unlucky. Höchst unlucky. Sind sie uns ausgeliefert? Wir sollten diese Söldner rekrutieren. Ah, ja, können wir machen. 45 Sekunden CT, ich könnte euch mal. Was? No way, war das scheiße gespielt von mir. Ja, Master Sword spielen? Ich versuch's mal. Oh Gott. Ausgelöscht. Ihr habt lange genug euer Unwesen getrieben. Ich werde die Dinge richten. Geh bitte weg. Haha, Leo, ich lach dich aus. Sammelt sich Energie an. Macht sie uns zunutze. Fünf Auflagen, das heißt, ich muss jetzt ein bisschen defensiver spielen. Ich glaube, ich werde nie den Master Stuff fertig bekommen gegen die scheiße Nova. Oh. Feind ausgelöscht. Gebt euch zu einem Heil. Blutrausch. Oh nein! Please, Nova! Please! Please, Nova, bitte! Holy shit. Da nochmal rausgekommen bin. Ich brauch nur noch 10, Nova. Dann kannst du mich gerne killen. Oh, wow, war das knapp. Holy shit.
konnte ich leider jetzt nicht viel machen, weil ich stand da sehr, sehr doof am Starfort dran. Leider ein Ziel war jetzt auch nicht unbedingt super gut Tutti-Futti gesetzt. Take it! Ah, schade. Unlucky. Höchst unlucky. Ah, müssen wir wohl abgeben. Das war halt sehr, sehr blöd. Ich hätte das Portal an den Bus stellen sollen. Jetzt habe ich Master Sword schon ziemlich verkackt. Gott, holy shit, ey. Das ist scheiße. Stehen da, oder? Wähle ein Talent. Ich sehe nicht ganz, wo sie sind. Sie sind unten. Ich habe schon wieder 9 Ticks, aber. Halte ich für einen Fehler. Haltet euch bereit. Ein Schrein baut Energie auf. Oh, macht sie mir zu eigen. Oh Gott. Ja. Portal war nicht. No, den falschen geschildert. God damn it. Aber fehlen noch 8. Ich muss weggehen. Ich bin zum Rückzug gezwungen. Brauch dringend die Reabsorption als nächstes. Wähle ein Talent. Go, 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 go. Hat schon angefangen, erst alleine. Wir picken hier einfach das Portal. Das
Visionen und Albträume. Draufgegangen. Wer meine Macht nicht fürchtet, ist ein Mann. Läuft nicht so gut. SKK. Kontrollieren etwas, was mir gehört. Die zocken zu wenig. Aber unser Vierer-Kombo hier ist halt ein bisschen sehr scheiße. Die Dinge richtig stellen. Ich brauche noch einen Tick und dann kann ich aggressiv die ganze Zeit spielen, aber es sieht trotzdem nicht gut aus. Wir gewinnen zwar die Fights irgendwie, aber wir kriegen keinen Vorteil dadurch. XP-Vorteil bringt uns gerade überhaupt nichts, weil wir überhaupt nichts dort bekommen. Überhaupt nichts dort bekommen. Mal gucken, wo die sind. Das Camp gemacht. Ich guck mal. Nee, hier sind sie nicht. Aber sie kommen gerade. So, aggressiv. Portal setzen können, aber ich hatte Vertrauen darin, dass wir das noch schaffen. Aber vielmehr hatte ich das Pech, dass ich gerade zu doof war, ein Portal zu setzen. Also, Ausreden. Ich muss Wächter von Tyrisla mitnehmen. Wir müssen ein bisschen mehr pressuren. Inzwischen kriege ich nicht mal so viel gebacken. Oh Gott. Feind ausgelöscht. Eine perfekte Attacke. Doppelkill. Nicht
sie weg hier. Ausgezeichnet. Ich bin zum Rückzug gezwungen. Unaufhaltbar! Auspushen. Viel auf dem Spiel. Ausgezeichnet! Wir haben einen Eisbestrafer gerufen. Er hat sich halt selber. Ja, es hat halt keiner ausgepusht da oben, ne? Das ist halt jetzt unser Tod. GG. Die Lin Ming, ey, wie oft ist sie jetzt schon gestorben? Was für eine Clownfee ist da. Ich hatte ein gutes Early Game danach. Es ist stetig schlechter geworden, das Game von mir. Schade. Ist siebenmal schon draufgegangen. Ich glaube, gegen Double Tank ist der E-Bild nicht unbedingt so gut, der Teleport-Bild. Aber sie machen sie im Ende das Spiel nicht. Okay. Das ist strange. Ja. Ich verstehe es auch nicht ganz. Jetzt gehen sie hin. Interessant. War ein bisschen sehr spät. Darauf war ich nicht gefasst. Schicksal wartet. Keine Ahnung, was die hier machen. Ob die mal in das Camp, oder? Ein Schrein lädt sich auf. Erobert in meinem Namen. Wird angegriffen. Nice, wir haben sie alle geknechtet. Alter Kerl, das wäre sinnvoller gewesen, dass du einfach nur läufst. Okay, das musst du finden. Oh mein Gott! Sorry, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ein Eisbestrafer folgt unserem Ruf.
Mann, da habe ich gepennt. Habe ich zu lange geschaut, wo sie bleiben, aber sie haben natürlich nichts gemacht in dem Moment. Sie können hier eigentlich nichts machen. Das war knapp. Ein großes Unheil verrückelt den Horizont. Können wir in den Genken gehen? Wir sind da zu zweit. Diesen Gegner. Zu dritt, never mind. Zu viert. Ausgelöscht. Unsere Zitadelle wird angegriffen. Lasst euch das eine Lehre sein. Nice. Schön gespielt von ihr. Ich nehme noch eine Wave mit. Haltet euch bereit! Ein Schrei baut Energie auf! Macht sie mir zu eigen! Oh, die Li Ming rockt! Holy shit! Ein großes Und noch eine Wave mit. Verdunkelt den Horizont. Das Schicksal schenkt uns ein Lächeln. Es ist Zeit zu handeln. Ich glaube, ich kann sogar noch eine mitnehmen. Los, aktiviert den Schrein! Ihre Strafe erwartet! Nicht gut genug. Wechselt sie nieder! Noch ein. Ausgelöscht! LOL! Comeback! Ha! MVP. LOL! Nicht euer Ernst! Ich habe ein paar Mal gute Ganks gestartet mit Medivh und auch gut gesaved, aber danach nicht mehr. Im Late Game habe ich das nicht mehr hinbekommen, weil ich zu sehr darauf gepolt war, tatsächlich Fights zu forcen mit Medivh.
hat am Ende nicht mehr so gut ausgesehen. Nee. 30k protected, das ist halt, naja. Es ging. Bei Medivh hat, Li Ming hat am Ende nochmal ordentlich abgeräumt, auch wenn sie ein bisschen zu oft gestorben ist. Das sind so die Momente, wo man dann eventuell noch ein Schild setzen hätte können oder mehr Damage machen können, aggressiver spielen. Ich hab, bin dreimal draufgegangen, weil ich den Diablo in die Arme gelaufen bin. Zweimal hat er mich durch Apokalypse, glaube ich, gegrillt. Was nicht so schön war. Aber beide Tanks haben ordentlich aufs Maul bekommen. Naja. Das war Medivh.